Hallo und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Die letzte dieser Art mit Bernd Rieksinger als unserem Vorsitzenden. Er wird sich heute zu den folgenden Themen äußern. Zu der Schulöffnung in 10 Bundesländern, zur zweiten Phase der Deutschen Wohnen und Co. Enteignen-Kampagne hier in Berlin, zu den Repressionen gegen die HDP in der Türkei sowie zu dem Parteitag, also unserem anstehenden. Bitte schön. Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Zum ersten Thema zu den Schulöffnungen in 10 Bundesländern. Wie wir alle wissen, beginnt in einigen Bundesländern wieder die Schule heute, zumindest eingeschränkter Unterricht und auch die Kitas zum Teil. Leider setzt sich das fort, was schon die ganzen letzten Monate die Schulpolitik gekennzeichnet hat, nämlich eine gewisse Planlosigkeit des Corona-Managements in diesem Bereich. Obwohl man viele Monate Zeit gehabt hätte, sind antivirale Luftfilter für Schulen bis heute noch nicht mal geplant. Von ausreichenden Schnelltests für routinemäßige, flächendeckende Tests im Schulbetrieb sind wir noch sehr weit entfernt. Beim Impfstart holpert und knatzt es weiter. Man hat irgendwie das Gefühl, dass diese Probleme nicht wirklich entschlossen und klar angegangen werden. Deswegen wollen wir ein Bundesprogramm zur Ausstattung der Schulen mit Luftfiltern und flächendeckenden Schnelltests an Schulen. Das wäre das Mindeste. Wir wissen doch alle, wenn genug getestet wird, in manchen Bundesländern fehlen ja bis heute überhaupt die Tests dazu, sind nicht in ausreichenden Mengen vorhanden, könnten die Gesundheitsämter, wären sie denn etwas besser ausgestattet, besser den Verlauf der Pandemie nachverfolgen. Es wäre wirklich ein wichtiges Mittel und andere Länder machen uns vor, wie das eigentlich geht. Natürlich kommen jetzt auch einige drauf, dass wir ja schon vor Wochen einen guten Vorschlag gemacht haben, nämlich schneller die Lehrkräfte, Erzieher und Erzieherinnen zu impfen. Das wäre auch dringend geboten. Das wäre im Übrigen zum Teil heute schon möglich, weil der AstraZeneca-Impfstoff zu wenig Freiwillige findet. Man könnte den also einsetzen, um mehr Lehrkräfte und Erzieherinnen zu impfen. Beim Impfen haben wir ja schon länger den Vorschlag gemacht, die Lizenzen freizugeben. Wir sind da nicht die Einzigen. Das fordern Ärzte ohne Grenzen, das fordert Amnesty International, das fordert Südafrika und Indien bei der Weltgesundheitsorganisation. Trotzdem gibt es irgendwie doch eine komische Debatte. Wir würden die enteignen und das wäre ganz der falsche Weg. Das Private würde doch am besten funktionieren. Ich glaube, dass das falsch ist. Also die Lizenzen freizugeben wäre der einzige Weg, weltweit zum schnelleren Impfen zu kommen. Und die Pharmaindustrie hat insgesamt die Kapazitäten, auch das Know-how, genug Impfstoff zu produzieren. Das ist im Übrigen auch moralisch gerechtfertigt. Also 750 Millionen sind allein in die Forschung der drei Impfkonzerne in Deutschland geflossen. Ich habe mich da jetzt ein bisschen schlau gemacht, auch die Grundlagenforschung, die überhaupt erst ermöglicht hat, dass wir jetzt so einen Impfstoff entwickeln konnten, wird seit 30 Jahren staatlich gefördert mit Milliarden Beiträgen. Und im Kern sind es die gleichen Professoren, die jetzt Impfbetriebe gegründet haben, die dort mit vielen Forschungsgeldern an dieser Grundlagenforschung beteiligt waren und eigentlich das Gegenteil von Enteignung passiert ist, nämlich passiert ist eine Privatisierung der staatlichen Forschungsergebnisse und der staatlichen Forderungsmittel und die Impfkonzerne wie BioNTech, die werden jetzt steinreich und werden Milliarden an Gewinnen machen. Im Kern Gewinne, die nur durch staatliche Unterstützung überhaupt möglich gewesen wäre. Also der Staat hätte allen Anspruch, hier regulierend und steuern einzugreifen. Und ich fand interessant, dass auch der UNO-Generalsekretär Guterres nochmal einen Vorstoß gemacht hat, dass wir jetzt ja hier mit einem weltweiten
Virus zu tun haben und es nicht geht, dass 10 Länder über 75% des Impfstoffes verfügen, während der Rest so viel wie gar keinen Impfstoff hat, weil er sich den Impfstoff nicht leisten kann. Aber völlig klar, dieses Virus kann nur weltweit bekämpft werden. Am 26.02., also während unseres Bundesparteitages, beginnt die zweite Phase des Volksentscheides Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Wir Linke, auch die Linke in Berlin, unterstützt dieses Volksbegehren und diese Kampagne. Hier setzen Mieterinnen und Mieter ein klares Zeichen für bezahlbare Mieten und gegen die rücksichtslose Spekulation mit unserem Wohnraum. Die Kampagne ist ein wichtiger Schritt, um den Mietenwahnsinn in Berlin endlich einen Riegel vorzuschieben. Aber nicht nur in Berlin, sondern diese Kampagne hatte Ausstrahlung auf die anderen Bundesländer, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. 2018 hat die Bundeskanzlerin mit viel Tamtam zur Wohnraumoffensive geladen. Passiert ist seither gar nichts. Wir haben jetzt weniger Sozialwohnungen als 2018, was logisch ist. Es gehen immer mehr Wohnungen aus der Sozialbindung und es kommen kaum neue dazu. Ich will auch mal sagen, die grüne Landesregierung in Baden-Württemberg versagt hier jämmerlich. Dort würden 30.000 Sozialwohnungen gebraucht und sie sind nicht mal in der Lage, pro Jahr 1.000 neue zu bauen. Bundesweit brauchen wir 250.000 Sozialwohnungen pro Jahr, zusätzliche, um den Wohnraummangel, den Mangel an bezahlbaren Wohnungen ernsthaft bekämpfen zu können. Die Rezepte liegen eigentlich auf dem Tisch. Es wird ja auch bewiesen, dass es funktioniert. Umso mehr Anteile an öffentlichen und genossenschaftlichen Wohnraum in gemeinnütziger Form es gibt, umso günstiger werden die Mieten, und zwar nicht nur im öffentlichen und genossenschaftlichen Sektor, sondern auch im privaten. Das weiß man eigentlich seit 30 Jahren. Trotzdem kann sich diese Bundesregierung nicht dazu durchringen, ein ambitioniertes Programm in den Aufbau von öffentlichen, genossenschaftlichen, gemeinnützigen Wohnungen auf die Füße zu stellen. Dafür wäre es höchste Zeit, zumal wir jetzt in der Pandemie sehen, dass das Problem gar nicht kleiner wird, sondern eher noch größer wird und die Leute, die dann noch mit 60% Kurzarbeitergeld über die Runden kommen müssen, die können praktisch die hohen Mieten oft gar nicht mehr bezahlen. Auch im Übrigen ein großer Fehler, dass man den Mieterschutz hier seit Juli, den man erweitert hatte, ja, dass man das praktisch wieder auf Null gesetzt hat. Zu den Repressionen in der Türkei. In den letzten Tagen haben die Repressionen gegen die HDP in der Türkei wieder massiv zugenommen. Die Regierung Erdogan geht mit konstruierten Vorwürfen und Verhaftungen gegen Mitglieder und Abgeordnete der HDP vor, nicht nur der HDP, alle, die irgendwo abweichende Meinungen haben, aber unsere Schwesterpartei trifft es besonders hart. Erdogan versucht, die Opposition in seinem Land zum Schweigen zu bringen und konstruiert sich neue Legitimation, um die Angriffe im Irak zu rechtfertigen. Das hat auch damit zu tun, dass das wirtschaftspolitische Konzept von Erdogan gescheitert ist, das landwirtschaftlich nicht mehr auf die Füße kommt. Umso stärker wird die Repression gegen die Opposition. Ich meine, wir sagen das schon seit Jahren, man muss es immer wieder betonen, die Bundesregierung muss daraus endlich Konsequenzen ziehen. Anstatt mit der Regierung Erdogan über die NATO-Partnerschaft zu sprechen, muss sie endlich ein Ende der Repressionen fordern. Dazu gehört auch, die Angriffe im Norden Iraks deutlich zu verurteilen und vor allen Dingen keine Waffen und Gelder mehr in die Türkei zu bringen. Ich muss es auch noch mal persönlich sagen, seit mehreren Jahren sitzt Selahattin Demirtas, fast die gesamte HDP-Führung, im Gefängnis konstruiert. Ich finde das immer besonders schlimm, wenn Menschen wegen ihrer politischen Gesinnung, egal wo, ins Gefängnis geworfen werden und offensichtlich die Weltöffentlichkeit es irgendwann vergisst.
Ich finde, wir sind es diesen Menschen, die sich für demokratische Rechte einsetzen, schuldig, immer wieder daran zu erinnern, dass es nicht akzeptiert werden kann, dass Menschen, politische Akteure einfach weggesperrt werden. Ich empfinde es besonders schlimm, weil ich ihn vor 3 Jahren noch mal gesehen habe und er dann schon vorausgesehen hat und gesagt hat, Bernd, das nächste Mal wirst du mich im Gefängnis besuchen müssen. Leider versuche ich seit mehreren Jahren eine Genehmigung dafür zu kriegen, die wird mir nicht erteilt. Also es ist nicht mal möglich, für einen gewählten Bundestagsabgeordneten politische Gefangene in der Türkei zu besuchen. Letzter Punkt. Wir haben Freitag und Samstag dieser Woche unseren Bundesparteitag, diesmal in ungewohnter Form übers Internet, leider mit nur geringer persönlicher Präsenz hier von vielleicht 60, 70 Leuten in Berlin. Alle anderen werden das übers Internet verfolgen und auch die Abstimmungen und Wahlen werden im Vorlauf per Internet gemacht, danach durch Briefwahl bestätigt. Es ist schade, wir hätten alle gerne einen anderen Parteitag gehabt, zumal ja dieser Parteitag auch einen Führungswechsel herbeiführen wird. Also deswegen sahen wir uns gezwungen, jetzt Ende Februar diesen Parteitag zu machen, um rechtzeitig die Weichen auch für die Bundestagswahl zu stellen. Wir sind stolz, dass wir geschafft haben, die letzten 9 Jahre mitzuwirken, als Vorsitzende eine stabile linke Partei in Deutschland zu etablieren. Aber die Nachrufe über unsere Verdienste sollen dann andere machen, zumal wir ja doch noch ein bisschen aktiv weitermachen wollen in der Partei, im Parlament und so weiter. Aber mit was wir doch sehr zufrieden sind, dass wir, glaube ich, zum ersten Mal einen reibungslosen Führungswechsel hinkriegen. Unterscheidet uns im Übrigen auch von anderen Parteien wie der CDU oder der SPD. Wir wurden nicht gezwungen zu gehen, sondern haben gesagt, okay, die 8 Jahre sind rum, jetzt sind es fast 9 Jahre geworden. Wir machen jetzt einen Strich und führen einen Führungswechsel herbei und es scheint reibungslos zu gehen. Natürlich muss der Parteitag erst entscheiden, aber die designierten Vorsitzenden, neuen Vorsitzenden, sind nach unserer Kenntnis unumstritten. Und zum ersten Mal, wenn alles so kommt, wird eine Partei von 2 Frauen geführt. Also auch hier ist die Linke doch prescht vor, quasi mit einem neuen Modell, das andere Parteien in der Form bisher nicht kennen. Auch darauf sind wir ein bisschen stolz, also nicht nur ein Generationswechsel, das drückt sich auch aus, dass die Partei eben migrantischer, femininer, queerer und so weiter geworden ist und das bildet sich auch in der Führung ab. Ich glaube, dass es auch sonst eine gewisse Kontinuität im engeren Führungskreis geben wird, aber es wird auch zu einer Verjüngung und Erneuerung des Parteivorstandes kommen. Auch das wird der Partei gut tun. Wir leben natürlich ganz sicher in einer nicht ganz einfachen Zeit für Oppositionsparteien. Wir versuchen das Beste draus zu machen. Aber ich bin überzeugt, unsere Fragen werden in den nächsten und unsere Kernthemen werden in den nächsten Monaten eine große Rolle spielen. Wir haben die Antworten sowohl auf die sozialen Widersprüche im Land und Lösungen für die Herstellung von sozialer Gerechtigkeit als auch für Klimagerechtigkeit. Beides wird einen Sprung bedeuten für die Partei, dass sie das zusammenführt, auch in ihrem Leitantrag, dass die Partei sagt, Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit gehören zusammen und sich daher gut aufstellt für die Bundestagswahl. Und ich glaube auch, dass wir mit unserem Konzept für einen solidarischen Lockdown eine Antwort haben und auch hatten in den letzten Monaten auf die ganzen Herausforderungen durch die Pandemie. Auch dort wird es natürlich Debatten auf dem Parteitag geben und eine Positionierung. Ich glaube, die neuen Vorsitzenden haben die Solidarität der ganzen Partei verdient und werden sie auch bekommen. Das freut uns. Für mich ist es heute die letzte Pressekonferenz als Vorsitzender
der Linken. Es waren ja doch in den letzten knapp 9 Jahren einige. Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken für die, kann man ja nie sagen zu 100%, aber für die doch weit überwiegende faire Berichterstattung und für das Bemühen, die Politik der Linken auch in den Medien darzustellen. Natürlich zu einigen von Ihnen habe ich nähere Beziehungen aufgebaut, Beziehungen natürlich im professionellen Sinn, haben viele Gespräche stattgefunden, mit anderen etwas weniger, aber ich selber kann mich wenig beklagen über einen fairen Umgang. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sowohl Katja Kipping als auch ich werden natürlich weiter aktiv bleiben, in anderer Funktion, in anderer Aufgabenstellung. Ich will selber nochmal für den Bundestag kandidieren, für Baden-Württemberg, Katja Kipping für Sachsen. Ich bin vom Landesvorstand für Platz 1 einstimmig nominiert worden und Katja Kipping wird sich darum bewerben. Wir werden aber die Wahlen erst noch haben, weil die ja jetzt alle nicht durchgeführt werden können. Also wir werden uns weiter stark machen in und außerhalb des Parlaments für den Aufbau und die Weiterentwicklung einer starken linken Partei in Deutschland. Vielen Dank. Damit ist jetzt Raum für Fragen. Ich sehe Herrn Bochow. Ja, erstmal eine Frage, die nichts mit dem Parteitag zu tun hat, sondern mit der HDP, weil Ihnen das Thema ja auch so sehr am Herzen liegt. Haben Sie den Eindruck, dass, oder haben Sie Kenntnis davon, dass jemand sich in der Bundesregierung oder von der Bundesregierung beauftragt um das Thema kümmert, sich um HDP-Häftlinge sorgt, mit denen Kontakt hält, oder werden gar Sie einbezogen und weil Sie ja Kontakt haben zur HDP und werden seitens der Bundesregierung da kontaktiert? Also mir persönlich sind keine besonderen Bemühungen der Bundesregierung bekannt. Ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich bei Gesprächen des Außenministers oder anderer durchaus diese Fragen angesprochen werden. Aber man hat nicht das Gefühl, dass das jetzt wirklich mit Druck und Nachdruck erfolgt, sondern im Gegenteil, Erdogan weiß ja, dass die Bundesregierung in der Flüchtlingsfrage erpressbar ist. Und er macht ja die Erfahrung, dass er keinerlei Konsequenzen befürchten muss, weder bei völkerrechtswidrigen Einmärschen des Militärs im Irak oder in Nordsyrien, noch beim Umgang mit der innerparteilichen Demokratie. Also man kann nur hoffen, dass der Druck aus dem eigenen Land groß genug wird. Und natürlich unsere Aufgabe wird sein, nach wie vor die Bundesregierung immer wieder daran zu erinnern, dass der permanenten Bekenntnis zu Menschenrechten und Demokratie auch Taten folgen müssen. Hatten Sie noch eine Nachfrage? Oder? Nee, ich habe jetzt eine sehr gute Frage zum Parteitag. Ich wollte einmal, weil Ihre Kollegin übersehen wurde, dann haben wir einen Wechsel. Danke. Herr Rixinger, jetzt haben Sie ja selber angesprochen, dass Sie gehen. Gehen Sie denn auch mit ein bisschen Wehmut, sage ich mal? Und was würden Sie den neuen Vorsitzenden mit auf den Weg geben? Sie haben ja beide noch mal ein Interview gegeben, Katja Kipping und Sie. Und Katja Kipping hat ja, wenn es auch jetzt einen reibungslosen Übergang geben soll, hat es ja doch auch Reibungen bei Personal gegeben. Würde Ihre Partei einen anderen Umgang empfehlen in Bezug auf diese Frage? Sehen Sie das ähnlich? Ja, ich gehe natürlich mit Wehmut. Ich bin wirklich immer gerne hier reingegangen. Ich habe die Arbeit auch bei allen Mühen und Auseinandersetzungen gern gemacht. Und glaube auch, dass es der Partei gut getan hat, dass wir jetzt so eine lange Kontinuität an der Führung haben. Also ich glaube, während wir Vorsitzende waren, gab es mindestens schon 5 bei der SPD und auch einige andere bei anderen Parteien. Das hätte, glaube ich, der Linken gar niemand zugetraut, dass wir so eine Kontinuität hinkriegen. Und natürlich bleibt es in so einer langen Zeit auch nicht aus, dass es da Auseinandersetzungen gibt und dass man immer wieder mit gewissen innerparteilichen Krisen zu tun hat. Das wird auch
in jeder Partei ist es so. Ich würde sogar sagen, die Linke ist hier so erwachsen geworden, dass wir hier vielleicht sogar weniger Konflikte oft hatten wie andere. Also wenn ich mal bedenke, mit welcher Schärfe die Führungsauseinandersetzung in der CDU geführt wurde, da hätte man ja über uns dann ganz anders geschrieben. Ich glaube, neue Vorsitzende lieben nichts weniger als Tipps von den Alten, zumindest Tipps, die öffentlich vorgetragen werden. Also deswegen hoffe ich, dass der breite Konsens, den jetzt der Personalvorschlag in der Partei ausgelöst hat, dass der sich nicht nur bei der Wahl jetzt umsetzt, sondern dass weiter mit den Vorsitzenden, dass die auf die Solidarität der gesamten Partei bauen können. Ich glaube, das brauchen wir dringend. Die Vorsitzenden haben ja mehr als alle anderen immer die Funktion, die Partei zusammenzuhalten. Ja? Und wir sind eine linkspluralistische Partei, also mit verschiedenen Strömungen, Traditionslinien, Flügeln. Von daher sehr heterogen. Das ist immer eine besondere Anstrengung, das zu leisten. Und eine Führung ist völlig überfordert, wenn die Partei das nicht mitmacht. Also wenn jeder nur sein eigenes Ding macht, seine eigenen Interessen vertritt, wird es nicht klappen. Von daher bei aller Liebe zu Flügeln und dem eigenen Anliegen muss man immer das Gesamte im Auge halten. Und das würde ich den neuen Vorsitzenden gönnen. Und dann braucht man natürlich eine gewisse Gelassenheit, die hilft immer. Und wenn es zu viel wird mit den Sitzungen und mit den Besprechungen und der Blase in Berlin, tun Besuche bei der Basis vor Betrieben und die Beteiligungen, Aktionen immer ganz gut. Das gibt einem dann die nötige Kraftquelle, die man braucht als Vorsitzende, um so eine Partei erfolgreich zu führen. Dann nochmal, Herr Bro. Ja, da Sie die Flügel und Strömungen schon erwähnt haben, würden Sie sagen, dass die beiden wahrscheinlichen künftigen Vorsitzenden bestimmte Flügel und Strömungen tatsächlich abbilden, repräsentieren? Und wenn ja, welche wären das dann aus Ihrer Sicht? Und meine zweite Frage ist, rechnen Sie denn bei dem Parteitag, mal abgesehen von möglichen technischen Überraschungen, mit Überraschungen beim Personal? Es gibt ja Gegenkandidaten bei dem Parteivorsitzenden, wahrscheinlich mit geringen Erfolgsaussichten. Sieht es möglicherweise beim Bundesgeschäftsführer anders aus Ihrer Sicht? Ja, ich glaube, die zwei neuen Vorsitzenden haben natürlich den Vorteil, dass sie in große Flügelauseinandersetzungen der Vergangenheit wenig verwickelt waren. Ich glaube auch, dass sie das Spektrum der Partei abdecken, also sowohl die Bewegungsorientierung wie die Orientierung auf parlamentarische Vertretung und Ansprache der Wähler und Wählerinnen. Ich sehe auch eine gewisse Kontinuität im bisherigen Entwicklungsprozess, in der politischen Ausrichtung, im Verständnis von Parteiarbeit und Parteientwicklung. Ich glaube, das kann der Partei nur gut tun. Natürlich werden alle neuen Personen auch ihre eigenen Vorstellungen einbringen, aber ich sehe da schon eine Mischung aus Kontinuität und Aufbruch, den wir da zu erwarten haben, und das wird der Partei eher gut tun. Ich glaube, dass es bei der engeren Führung Kontinuität geben wird, aber Prognosen bei Wahlen sollte man nicht auf Pressekonferenzen treffen. Ich würde mir aber wünschen, dass es dort Kontinuität gibt und dass auch drumherum natürlich wir jetzt, sagen wir mal, wir sind ein halbes oder dreiviertel Jahr vor der Bundestagswahl, da tut eine gewisse Kontinuität in den engeren Bereichen gut. Also ich rechne mit keinen großen Überraschungen. Gibt es noch weitere Fragen? Jetzt schaue ich nochmal. Auch hier nicht. Sonst manchmal gibt es noch digitale, aber in diesem Fall nicht.
Dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen einen schönen Tag.